Und da sind wir auch schon wieder zurück bei, oder zu Legend of Zelda Breath of the Wild. Sorry. Und wir gehen mal kurz zu Impa, die hier ist. Warte mal, habe ich da nicht schon einen Apfel reingehauen? Ja. Dachte ich mir doch. Liebe, liebe Impa, lass uns mal kurz quatschen. Ich kann es fühlen, sie sind alle da. Daruk, Urbosa, Revali und Miva. Vor 100 Jahren kämpfte auch ich an ihrer Seite, doch ich konnte nichts tun, um sie zu beschützen. Sie starben, ohne ihr Schicksal zu erfüllen. Stets plagte mich die Vorstellung, ihre unglücklichen Seelen würden keinen Frieden finden. Aber jetzt spüre ich sie kraftvoll wie eh und je. Sie hatten nie die Hoffnung aufgegeben. Gewiss waren alle überglücklich, dich wiederzusehen. Wir haben alle nur ein Ziel. Nun, da Ganons Macht geschwächt ist, bietet sich die Gelegenheit. Die Zeit ist gekommen, der Prinzessin zur Seite zu stehen. Toll. Ganon lauert in Schloss Hyrule. Auch jetzt, da wir den Schutz der Titanen auf unserer Seite wissen, ist Ganon von einer mächtigen Kraft geschützt. Du solltest mit Bedacht voranschreiten. Sind deine Erinnerungen? Suche die Orte auf. Ich hasse dich. Ich muss erstmal die Erinnerungen finden. Dann lass mich doch mal kurz die Fotos angucken. Lass mich mal gucken. Das hier habe ich noch nie gesehen. Das hier auch nicht. Das hier möglicherweise schon, aber da war ich noch nie. Das habe ich doch schon, oder? Ist es nicht auch diese Brücke, die Hyrule-Brücke? Das hier habe ich auch schon mal gesehen, aber das habe ich noch nie gesehen. Okay, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu der Brücke, weil da gleich zwei sind, glaube ich. Oder sollten wir erstmal, wir wollten eigentlich, stimmt, wir wollten den Dings hier machen. Lass mich mal kurz gucken, das Auge des Strudels. Lehrgeld spürte ich, ach so, ich dachte, da gibt es einen, eine Quest dafür. Naja, dann eben nicht. Dann teleportieren wir uns mal kurz dahin. Ich weiß gerade bloß nicht mehr, wo war denn der Wald nochmal? Hihi, hab's vergessen. Da ist er doch. Mensch. Dann gehen wir da mal hin und holen uns das Pferd und dann reiten wir zu dem Wald, zum Dekobaum. Hei, hei, hei. Ich bin mal gespannt, ob ich das dieses Mal schaffe. Irgendwie. Da wird wieder irgendeine Technik dahinter sein. Muss man ganz genau aufpassen. Aber wir werden es rausfinden. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz zuversichtlich. Und auf das freue ich mich irgendwie am meisten. Das mochte ich immer total gern. Zum Dekobaum zu gehen. Irgendwie.
Ah. Ich würde gern was ändern. Lass mich mal überlegen. Traus, die wird jetzt mal frisiert. Der kriegt eine andere Mähne. Ich will nämlich eine lange Mähne. Was für intelligente Augen! Das Tier liebt dich, lässt sich sicher gerne von dir neue Ausrüstung geben. Oh, ich liebe diese langen Mähnen. Blütenmähne, die sieht auch cool aus. Oh, das sieht geil aus. Aber er ist einfach ein einfarbiger. Obwohl ist er gar nicht, fällt mir gerade ein. Ich hätte gern Türkis. Das sieht mega cool aus, aber ich kann nicht jedem Pferd so eine bunte Farbe geben. Ja, es ist so schön. Ist es das Zeug, das ich bekommen habe? Ah, ein Monstersattel habe ich auch schon. Sieht cool aus, aber der Monstersattel ist natürlich auch genial. Das legen wir aber erst an, wenn wir das komplette Set haben. Passt. Sieht gut aus. Oh, du hübscher, du. Du hübsches Pferd. Okay, wo müssten wir jetzt hin? Ich habe schon wieder vor lauter Pferde total vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Auf zum Wald. Verloren, verboten, wie auch immer. Wir sind eh gleich wieder da. Das dauert ja immer nicht so lang. Jetzt müsste er dann die 100 bald haben. Der Herr der Wildnis ist wieder am Start. Da hinten. Sehe ich genau. So, mein Pferdi darf hier draußen mal stehen bleiben. So, den ersten Teil, den haben wir ja schon rausgefunden. Beim ersten Teil wissen wir ja schon, was wir machen müssen. Verlorene Wälder, genau. Das Gute ist, mir ist gerade was aufgefallen. Diese Flammendingsies, diese Teile, die führen mich direkt zur nächsten Laterne. Das ist mir letztes Mal gar nicht aufgefallen. Das ist total praktisch. Vielleicht ist das die Lösung.
So, jetzt sind wir bei dem Baum. Und wir haben eine Fackel. Hier. Was hau ich denn hier weg? Das brauche ich nicht. Gehen wir mal so lang. Immer schön dem Wind entlang. Ich denke mal, das wird richtig sein. Noch bin ich hier drin. Der Baum ist cool. Da ist bestimmt was drin. Oh. Jetzt habe ich aber kein Feuer mehr. Verdammt. Jetzt muss ich ein Feuer legen. Ich hoffe, es funktioniert. Da müssen wir lang. Hier lang. Immer noch. Eigentlich könnte ich mich auch an den blauen Dingern orientieren. Es geht immer noch da lang. Scheint in der Nähe. Scheint richtig zu sein. Da hatte ich ja echt Glück, dass ich das so zufällig gesehen habe. Oh, mich juckt's. Sind wir hier richtig? Scheint so. Cool. Haben wir es geschafft? Das wäre ja mega geil. Geil. Geht auf jeden Fall noch in die Richtung. Oh yeah! Ich glaube, wir haben es geschafft. Yay, das sind Crocs. Ah, süß. Ich hab's geschafft. Wald der Crocs. Juhu! Das sind lauter Crocs. Oh! Yeah! Kann ich's ziehen? Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Oh Mann. Hey Dekobaum. Ich muss geil kurz eingenickt sein. Wer bist du? Oh. Endlich bist du gekommen. 100 Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinen Besuch warten lassen. Ich dachte schon, ich verdorre, bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, oder? Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekobaum. So nennt man mich von Alters her. Ich liebe ihn. Ich mag den Dekobaum so gern. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen.
Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bannschwert. Yeah. Und ob du es glaubst oder nicht, du selbst warst es, der vor 100 Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich sollte mir Essen machen. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod finden. Die sind so süß. Nimm dich in Acht, mein Junge. Brauche ich die 25 Herzen oder nicht? Das ist die Frage. Wer dieses Schwert ziehen will, muss auf der Höhe seiner wahren Kräfte sein. Wollen wir sehen, ob du bereit bist. Das Schwert des Helden. Ich glaube, ich speichere mal kurz. Wie viele Herzen habe ich denn? Ich habe 18. Leucht, hüpf. Ui, 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 ui. Bist du etwa der Held? Toll, der werte Held besucht uns in unserem Wald. Ich habe eine Prüfung für dich, die dich stärker machen wird, werter Held. Du musst dich kämpfen und die Prüfung ist auch nicht gruselig, aber du musst trotzdem vorsichtig sein. Und zwar will ich einen Rumi sehen. Er leuchtet im Dunkeln und ist etwa so groß wie ich. Du musst mir noch nicht mal einen bringen. Ein Bild oder so wäre schön. Genug. Schon genug. Kann ich machen. Was? Moment, Moment. Hast du es etwa schon? Ja. Hier. Ah, ah. Oh, aber ist das etwa ein Lumi? Er leuchtet noch mehr, als ich gedacht hatte. Vielen Dank, werter Held. Ich bin überaus zufrieden. Und da du mir so etwas Tolles gezeigt hast, bekommst du als Belohnung von mir auch etwas ganz Tolles. Toll. Auch ein Held braucht mal dringend Rubine, oder? Oder? Triffst du einen Lumi mit einem Pfeil, sind die Rubinsorgen erstmal gelöst. Ach, ich freue mich so, dass ich das sehen durfte. Ich bin so glücklich. Nein, bist du etwa... Du bist es, der Held, der werte Held. Hab mir gleich sowas gedacht, als der Pilz auf meinem Kopf auf einmal gewachsen ist. Das war ein Omen. Nee, war nur ein Scherz. Wir haben uns für dich ein paar Prüfungen einfallen lassen, werter Held. Wenn du diese sehr schwierigen Prüfungen schaffst, dann sollte selbst das Herausziehen des Masterschwerts kein Problem mehr sein, zumindest wahrscheinlich. Und warte erstmal ab, bis du meine Prüfung siehst, die Prüfung des Ältesten vom Wald der Krux. Willst du dich den Prüfungen der Krux stellen? Kann losgehen. Wenn du immer alles machst, was dir jemand sagt, wirst du eines Tages gewaltig auf die Nase fallen. Wie dem auch sei, die Prüfungen der Krux. Übe deine Fähigkeiten am Schrein im Wald der Krux, damit du groß und stark wirst. Nummer 1. Im Südwesten die Macht der Anziehung. Nummer 2. Im Nordwesten der Pilgerweg. Nummer 3. Im Osten die Feuerprobe. Versuche alle Prüfungen wie ein wahrhaftiger Held zu meistern. Es gibt sogar wertvolle Preise zu gewinnen. Spätestens, das sollte dich zu Höchstleistungen anspornen. Los, gib dein Bestes. Okay. Was ist hier? Hallo? Was tanzt der da so? Oh. Oh, 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 ich hab dich erwartet. Du bist sicher hungrig, oder? Ich habe extra für dich im Wald Pilze gesammelt. Pilzpendler. Leckere Pilze, gesunde Pilze, fragwürdige Pilze, Pilze aller Art. Also los, kauf schon was. Oder möchtest du mir etwas verkaufen? Schwertling, Maxi-Trüffel.
Spurtling. Könnte ich alle kaufen, dann bräuchte ich sie nicht mehr sammeln. Sehr cool. Entschuldigung. Maxi-Rübe. Holzpfeil. Der ist voll süß. Oh, habe ich was kaputt gemacht. Aus Versehen. Oh. Wieso kleine Kinder? Willkommen, willkommen. Schön, dich zu sehen, werter Held. Wenn du Fragen zu diesen Wäldern hast, frag mich. Markus. Der Markus macht das schon. Wenn du mit dem Dekobrau sprechen möchtest, kletter einfach hier hoch. Gibt es denn noch irgendwelche anderen Quests, die ich noch annehmen kann? Kleinen Moment, ich muss kurz schneuzen. Also muss ich doch im Wald diese Dinger suchen. Hat er da nicht? Sorge, Strudel, Schneeklippe. Worauf der Schatten weist. Aha. Was hier alles zu finden ist. Oh! Seht an, wer da ist. Hey, Kumpel. Ich muss tanzen. Oh, du bist es. Warum so still? Ich bin es doch. Der Musikant aus dem Wald der Krux, Maronus. Wie ich sehe, hast du den Weg durch die verlorenen Wälder hierher gefunden und hast die Krux-Samen, die du für mich finden wolltest. Wenn das so ist, wenn du mir Krux-Samen gibst, kann ich eine deiner Taschen größer machen. Na, so. Nimm ruhig. Nimm so viel, wie du willst. Ich habe so viel von dem Zeug. Das brauche ich alles nicht mehr. Juhu! Endlich wieder mehr Platz. Yay! Ist das nicht toll? Oh! Bogentasche. 3. Kann ich jetzt so viele machen, wie ich will? Juhu. Das dauert jetzt ewig. Also wir sehen uns gleich wieder, wenn ich fertig bin. Bis gleich. So. Ich habe jetzt mal alles ein bisschen ausgebaut. Ihr seht es ja. Dann holen wir uns mal den Stein, würde ich sagen. Ich finde den Wald hier total genial. Den mag ich am liebsten. Ach so, jetzt bin ich... Nein. Boah, krass, ich habe den Stein gefunden. Frag mich nicht wie, aber das war jetzt echt unheimlich. Auf einmal war ich hier. Komisch. Egal. Es steht in den Sternen. Oh nein. Bitte nicht. Sieh zu den Sternen. Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Wollen die mich verarschen?
Hier sehe ich gar nichts. Muss ich jetzt nochmal rausgehen und ich gehe mal kurz raus und schau mir das mal an. Ich glaube, wir machen im nächsten Part weiter. Ja, werden wir tun. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn es so sein sollte, schreibt es mir in die Kommentare. Gebt mir ein Like oder ein Abo. Ich würde mich super freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi!